Liebe Camper, hier haben wir wieder mal ein kleines Video aus Dingelsbühl. Hier seht ihr die Antenne, LTE-Antenne von Karatec, wo ich euch das letzte Mal ja schon gezeigt habe, wie wir die hier verbaut haben. Wir haben es deswegen im Inneren des Fahrzeuges verbaut, weil wenn wir es jetzt hier vorne, Moment, wo ist mein Finger? Oh, da ist er. Wenn man es hier vorne verbaut hätten, dann hätten man natürlich die von unten auch ziemlich stark sehen. Und darum haben wir die eher hier in der Mitte, direkt neben der Dachluge, verbaut, wo man auch mal ran kann, wenn was wäre. Und da sitzt sie eigentlich ganz gut zwischen den zwei Solarplatten. Und ja, so schaut es hier oben aus. Die Solarplatten äh, sind schon vom Werk aus verbaut worden. Das sind Flexmodule je 150 Watt von Tournee. Ähm, die wurden schon serienmäßig verbaut. So, jetzt schauen wir, dass ich hier runterkommen, ohne dass ich äh, abstürze. Jawohl. Und innen drin sind wir so gut wie fertig. Äh, ein paar Kleinigkeiten fehlt noch. Ihr seht schon, wir haben hier schon fleißig aufgeräumt. Ähm, wir müssen natürlich hier noch, das wollte ich euch noch zeigen. Hier haben wir den Wechselrichter, weil das letzte Mal war es recht dunkel. Ihr seht hier haben wir die Lithiumbatterie, alles sauber verkabelt, auch wieder mit unseren schönen Schläuchen. Und ähm, da hinten, hier ums Eck, neben der Dose, da sehen wir jetzt nicht hin, haben wir die Netzumschaltung verbaut. Ah, Kommen wir da rein. Da kommen wir jetzt nicht hin, da ist so eng. Das sieht man hier durch. So ein bisschen. Ja, genau da sieht man so ein bisschen, da ist die Netzumschaltung. Äh, damit natürlich alle vorhandenen äh, Dosen mit Strom versorgt sind. Serienmäßig äh, ist es bei Tournee immer so gelöst. Äh, wenn Tournee einen Wechselrichter einbaut, ist immer nur die vordere Dose hier versorgt. Und darum haben wir hier dementsprechend das ungeändert. Hier fällt jetzt nur noch der FI und ja, dann haben wir das eigentlich schon so weit drin alles. Ähm, Solarregler haben wir verbaut und ja, den haben wir unsichtbar verbaut nach unten. Und jetzt kommt nur noch die Solaranzeige, die wird dann hier reingesetzt. Da brauchen wir natürlich eine neue, weil wir auch einen Solarregler dementsprechend neu gehabt haben, einen MPPD und somit müssen wir die auch ändern. Und hier haben wir auch den äh, Ruder verbaut, wo man sauber hinkommt, weil da kann man schön die Karten einsetzen, äh, man kommt überall hin, man kann alles schön rauslesen, äh, schaut ordentlich aus. Ja, und so kann man das auch sauber nutzen. Die Antenne kann man hier sauber einstellen, kann sauber an die Schalter hier nur hin. Äh, das ist eine tolle Geschichte. Richtig schick. Dann haben wir hier natürlich auch einen, einen Ausschalter für den Ruder. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Der sitzt hier, damit man den Router auch immer äh, separat ein- und ausschalten kann. Weil wenn man nachts schlafen geht, will man ja unbedingt oder nicht unbedingt die Strahlen haben. Äh, und ja, dann kann man den auch entsprechend ausschalten. Ja, somit haben wir den Tournee auch schon so gut wie fertig. Ein paar Kleinigkeiten noch, wie gesagt. Und dann kommt das Finish. Ja, ähm, ich denke, das werden wir morgen hinkriegen und dann haben wir den durch. Und zu gleicher Zeit haben wir heute ein wunderschönes Auto reinbekommen, einen Euramobil. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ein sehr schickes, schönes Fahrzeug. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, 15 Jahre alt ist er. Und was haben wir hier vor? Ähm, da haben wir ein bisschen eine größere Aktion vor. Also, zum einen haben wir hier demontiert, nicht wundern, die Motorhaube. Ähm, warum haben wir die demontiert? Weil die war stark beschädigt. Da ist an vielen, vielen Stellen der Lack abgegangen und das hat nicht mehr wirklich schön ausgeschaut. Und darum haben wir die gleich zum Lackierer, damit die absolut schön und neu gemacht wird weil da waren richtige lackabplatzer dran also das hat fürchterlich ausgeschaut und ähm, ja drum haben wir die zum lackierer damit die entsprechend neu gemacht werden was wird noch gemacht dann haben wir hier zwei solarplatten ähm, das sind ältere platten die haben wir heute runter gemacht ähm, weil der Kunde mehr Leistung haben will. Also ihr sehen, das sind hier, steht es drauf, steht jetzt auf dem Kopf, ich lese euch vor, 85 Wattplatten mit 21,5 Volt. Ähm, da gibt es natürlich heute schon weitaus leistungsfähigere und ähm, somit äh, haben wir die runter gemacht, genauso wie hier den kleinen Wechselrichter. Das ist ein Büttner 250 Watt Wechselrichter. Und jetzt möchte ich euch einmal das zeigen, was uns hier aufgefallen ist bei der Demontage. Wenn man das genau sieht, ihr seht hier diese ganzen Wolperungen am Kabel. Da sieht man ganz genau, wie warm, also schon fast heiß, das Kabelhorn ist, weil das an verschiedenen Stellen hier schon überall leicht... Flüssig war das Kunststoff, also sehr weich war. Darum sind diese extremen Verformungen da. Also, da hat es schon den ein oder anderen Schmorvorgang gegeben bei dem Kabel. Hier ist auch oh, wieder ganz extrem bei 250 Watt. Also, das ist schon echt heftig. Das ist schon richtig warm worden. Also, hier sind schon richtige Verformungen drin. Also, das Kabel war schon öfter. Richtig, richtig warm und ist schon öfter an seine Grenzen gekommen. Ähm, Obwohl es das ein Originalkabel war und auch gleich neben der Batterie verbaut war, aber da sieht man wieder, wenn man hier doch richtig Gas gibt mit so einem Wechselrichter und die äh, richtig ausreizt, sind die Kabel schon immer leicht, ich sage immer leicht unterdimensioniert, weil wir sprechen immer von 12 Volt. Wenn ihr das anguckt, das dünne Ding, was da dran ist, selbst auch nur bei 250 Watt, Ah, Finde ich immer nicht ganz gut. Darum gehen wir lieber immer mal auf sicher und nehmen immer mal einen Querschnitt größer. Äh, macht wesentlich mehr Sinn. Jo, da liegen die alten Spoiler. Die haben wir natürlich auch runter gemacht. Das waren zwei Platten, wo da drauf waren. Und äh, der Kunde möchte natürlich eine gute Leistungssteigerung haben. Warum? Weil wir hier natürlich echt was Tolles verbauen. Ähm, da zeige ich euch jetzt mal ein bisschen was. Die Geräte haben wir schon platziert. Ähm, hier haben wir schon alles aufgemacht. Ist natürlich ein tolles Fahrzeug, weil wir hier überall einen doppelten Boden haben und somit mit den Leitungen relativ gut durchkommen. Ähm, hier wird nur ein bisschen die Leitung natürlich schön verlegt. Da sind wir gerade am Durchziehen, also nicht wundern. Ähm, das wird alles noch schön gemacht. Und hier sind wir gerade dabei. Den ganzen Elektrokasten zu modifizieren, weil wir hier natürlich noch äh, FIs einbauen müssen. Das ist das ehemalige Ladegerät. Da müssen wir dann hier noch ein paar Kabel durchsortieren. Dann haben wir hier nur das D-Plus-Signal braucht. Ähm, das ist der alte Solarregler, der muss raus. Und dann dafür was Neues rein. Und wo bauen wir das alles? Das zeige ich euch jetzt, weil da haben wir schon angefangen zu platzieren. Ähm, das schaut richtig klasse aus. Also, das Wohnmobil als solches ist auch noch richtig schick. Mal einen kleinen Rundblick. Also, da waren auch noch einige Steckdosen verbaut. Ähm, ja, und, und wird, wird richtig schön. Und jetzt gehen wir mal zum Highlight, ähm, was man alles hier äh, reingesteckt haben Dann müssen wir fast von der anderen Seite rangehen, da sieht man es glaube ich besser Tada! so hier haben wir reingebaut Solarregler ihr seht es, Solarregler dann Ladebooster und dann hier unser Kombigerät ähm, die haben wir jetzt hier schon mal vorplatziert, damit wir wissen, wie wir die alle anordnen. Ähm, weil hier kommen zwei neue Lithium-Batterien rein. Da machen wir zweimal 150 Watt rein. Das da fliegt alles raus. Ähm, ihr seht, hier haben wir schon die kompletten neuen Kabel reingezogen. Ähm, damit wir die neuen äh, für den Wechselrichter, damit wir die neuen Kabelführungen drin haben. Ähm, dann kommt... Der Booster müssen wir dann noch nach unten, müssen wir durch. Einmal Lichtmaschine und Starterbatterie natürlich. Dann haben wir Solarregler, weil wir komplett neue Solaranlage aufs Dach bauen. Und zwar haben wir uns entschieden, heute äh, da den Kunden was richtig Gutes zu tun. Da kriegt er 350 Watt, kriegen wir da hinten aufs Dach. Ähm, das wird richtig klasse. Und da kommt auch richtig was runter mit anständigen MPPT-Regler, damit er da auch richtig Spaß hat und die zwei Lithium-Batterien da auch richtig gut gefüllt werden. Und dann kann er natürlich auch den gut dimensionierten Wechselrichter, das ist der 2060, nutzen für alle Steckdosen, die an Bord sind. Überall haben wir dann 230 Volt und können dementsprechend die ganze Geschichte auch laden, wie auch hier hinten eine 230 Volt Steckdose ist, damit er hier sein E-Bike laden kann. Äh, auch hier hinten in der Garage. Ähm, das wird alles richtig toll. Äh, da freut man schon drauf, das wird jetzt dann alles nur anständig verkabelt und alles sauber angeordnet. Hier kriegen die Geräte auch richtig schön Luft. Ähm, da werden man auch noch schöne led bereuchtung reinbauen, damit man auch sieht, was die Gerätschaften hierherin machen. Äh, der Booster ist auch schön zugänglich. Ähm, hier kann er auch schön die Wärme abschaffen. Und der Weg zur Batterie ist auch sehr kurz. Da haben wir schon unsere zwei ähm, Verteiler gesetzt. Ähm, ich weiß, sind beide schwarz. Da kommt natürlich nur roter hin. Die sind bestellt. Die müssten kommen. Dann haben wir einen Plusverteiler und einen Masseverteiler dementsprechend. Also da finde ich echt toll. Das wird richtig, richtig schön das Fahrzeug. Jo und dann kriegt ich da im Innenraum noch ein paar Steckdosen. Hier nur 12 Volt Steckdose habe ich glaube ich schon gesagt. Und dann haben wir hier auch noch ein äh, im Vorderbereich. Ähm, hier im Fahrzeug einen neuen äh, Radio verbauen. Ähm, da haben wir uns die Alpine-Geschichte rausgesucht, die wollen wir hier einbauen äh, und äh, auch einen DVD-Player dementsprechend mit dazu bauen, äh, sprich CD-Player, damit man auch mal äh, Hörbücher und so weiter anhören kann, weil die Herrschaften haben nur CDs und möchten die dann auch noch nutzen können. Macht ja auch Sinn, wenn man im Urlaub ist. Das ist ja gerade geschickt. Und was mir ganz gut gefällt an dem Auto, der hat nämlich schon auch den Radio getrennt. Also das heißt, da kann man da hinten, hat er extra einen schönen Schalter. Den haben wir hier. Äh, hier, Musikschalter, damit dann dementsprechend, zack, der Radio, wups, und schon geht er an, äh, über die Aufbaubatterie läuft. Das ist ganz toll geregelt und das lassen wir natürlich so. Hier haben wir auch überall Lautsprecher verbaut. Also, das ist echt schön gemacht. Also, das muss man sagen. Äh, gefällt mir sehr gut. Und hier machen wir dann auf der Seite des Display hin. Das machen wir deswegen hier hin, weil hier ja schon alles voll ist. Da passt leider nichts mehr rein. Hier haben wir einen schönen Lautsprecher, da haben wir den Batteriecomputer, den wir natürlich erhalten. Aber wir kriegen hier das Display nicht mehr rein. Also, wenn wir das Display hier hinsetzen vom Wechselrichter und dann hat er den auch immer im Blick und kann das alles kontrollieren. Jo, ja, das haben wir vor die Woche. Ist ein bisschen eine größere Baustelle, weil da ist schon noch ein bisschen Arbeit zu tun. Aber das macht wieder riesig Spaß. Heute sind wir auch schon richtig gut vorwärts gekommen und. Da bin ich mal richtig gespannt, was der Kunde sagt, wenn er das Fahrzeug wieder entgegennimmt. Ähm, da freue ich mich schon richtig drauf. Und gerade hier über die Anordnung der Geräte dementsprechend ähm, finde ich das klasse richtig gut gelöst. Ähm, ja, das finde ich richtig schön. Da gehen wir zeitlich sauber schön mit die Kabel entlang, ziehen wir sauber Kabelkanäle, damit das alles sauber ordentlich ausschaut. Die Kabel anständig vergrimmt sind, die Querschnitte passen und so weiter. Und ja, dann nimmt es so seinen Lauf und dann wird es wieder ein tolles Fahrzeug. Ich habe mich lange mit dem Kunden unterhalten. Klar, jetzt sagt man, Mai, warum äh, steckt man jetzt das Geld in so ein Fahrzeug? Ähm, ja, zum einen hängt natürlich an jedem Auto so ein bisschen auch Herz, ähm, wo man sagt, hier hat man schon viele Dinge erlebt und warum möchte man jetzt so ein Auto auch einfach weggeben? wenn es doch technisch und qualitativ einfach noch sehr gut ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese Qualität, wo hier vor 15 Jahren noch verbaut worden ist an Möbeln, da muss man heute schon weit laufen, um sowas noch zu kriegen. Ne? Also wenn man hier die ganzen Holzplatten anschaut und, und richtige massivholzgriffe und alles massiv und, und schick, also das ist schon was, wo ich sag, ähm, muss man schon wirklich weit laufen. Damit man den Qualitätsstandard heute noch kriegt für das Geld. Ähm, weil äh, da muss man dann schon richtig, richtig heftig in die Tasche langen. Und nur damit es dann ein bisschen hübscher ist. Hm, aber dann hat man die ganzen Erinnerungen natürlich nicht mehr so. Und das gefällt mir sehr gut, weil auch mein Fahrzeug ist ja schon älter, meins ist auch schon, zwölf Jahre, glaube ich. Müssen wir mal genau nachschauen, auf alle Fälle über zehn Jahre. Und uns geht es ja genauso. Meine Frau liebt es ohne Ende und äh, ich wollte auch immer was Neues. Meine Frau sagt immer: Nein, äh, mir gefällt es. Das. das ist ihre Frita. Äh, Quatsch, ihre, ihre äh, na, jetzt fällt mir der Name in die Reihe. Ähm, und, und den gibt es den gibt's einfach nicht her. Das ist einfach so. Aber finde ich auch toll. Äh, wenn das Herz dran hängt und warum auch nicht, an den Wohnmobilen gehen ja nichts kaputt, solange die Motoren gut mitlaufen und alles fit ist, ist das ja alles top und berechtigt und finde ich auch richtig klasse. Ähm, ja. ja, dann möchte ich mich bei euch noch ganz herzlich bedanken auf die Reaktionen von meinem letzten Video. Ähm, da will ich aber jetzt gar nicht groß nochmal drauf eingehen nur weil ich die Fragen gekriegt habe warum ich das überhaupt so zur Debatte gebracht habe, ähm, sage ich ganz ehrlich, äh, weil es mir in dem Moment einfach schon richtig gefuchst hat und weil ich halt schon öfter den Kommentar bekommen habe, so von wegen, ja mach halt nicht so viel Videos, dann hast du auch nicht so viel Arbeit, also ich, ich, ich fand es halt einfach Quatsch wenn man sich das immer wieder anhören muss ähm, darum habe ich mir gedacht muss das jetzt auch mal so gesagt werden weil ich das halt so nicht wirklich nachvollziehen kann, was da Menschen denken und sagen. Aber ganz, ganz, ganz lieben Dank für eure Reaktionen und die dementsprechend motiviert haben. Und ihr habt ja alle recht, das ist vollkommen richtig, löschen und ignorieren ist das Beste, Spinner bleiben Spinner und so muss man das auch behandeln. Und dafür echt lieben Dank. Ich konnte leider nicht alle Kommentare beantworten. Ich habe sie aber alle gelesen. Und also echt mega. Wie sagt man bei uns? Da habe ich schon fast Pipi in die Augen gehabt. Und da sage ich noch mal ganz, ganz lieben Dank. Ja, das ist das, was die Woche los ist. Dann haben wir noch ein Fahrzeug drüben stehen, wo der Kühlschrank nicht geht. Den müssen wir nur in Stand setzen. Das machen wir morgen. Und äh, dann haben wir noch ein Fahrzeug drüben stehen, wo auch noch was kriegt. Ähm, dann ist die Woche aber auch schon wieder voll und rum. Und ja, so geht es weiter. Und nächste Woche kommen auch tolle Fälle. Und hier bei dem Eura, da nehme ich euch auf alle Fälle mit. Da mache ich morgen auch gleich den nächsten Teil, wie die ganzen Kabel liegen, wie alles verbaut ist und wie wir da dementsprechend weiter verarbeiten. Ähm, da seid ihr auf alle Fälle dabei. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und über jedes neue Abo freue ich mich natürlich genauso herzlichst. Äh, ja, äh, bleibt gesund. Und nicht vergessen, 6. bis 8. August hier bei uns in Dingesbühl. Mega-Event. Ähm, Finde ich toll. Freue mich riesig drauf. Wird richtig toll. Ähm, und ja, bis dahin. Äh, Macht es gut. Bis bald. Aus Dingesbühl. Ciao, ciao.